Hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Video. Heute geht es mit dem Projektstart beim Bahndor los. Vorher packen wir erstmal den Lowlight raus und dann kommt der Bahndor hier rüber auf die Bühne und dann zeigen wir euch alles genau im Detail. Genau. Und nächste Woche wird geschweißt, geflext, gebohren, gedrückt, gemacht. Also das, was ihr sehen wollt, nächste Woche fliegen wieder die Funken. Ja. Hier haben wir jetzt schon mal ein seitliches Blech, was natürlich noch viel, viel Zeit hat, bis das mal drankommt, aber das wird dann zusitzen, ungefähr. Hier oben fertige ich selber was an, weil ich will ja das ganze Seitenteil tauschen, das ist Unsinn. Und es deckt ja jetzt fast alles ab, außer hier oben das Eckchen. Da baue ich selber was, das ist kein Problem. Und hier hinten muss man jetzt beachten, Bahndor hat einen anderen Radlaufausschnitt hier hinten. Also die Ecke ist beim Bahndor anders, anders geformt und auch länger. Ich habe natürlich nicht hier, das Teil war ja eh schon mit dabei als Armaturblech. Da muss man umarbeiten, weil es gibt das natürlich auch für Bahndor. Da kostet es aber, weil die Ecke ein bisschen anders ist, weiß ich, 400 Euro mehr das Blech. Brauchen wir nicht. Brauchen wir alles nicht. Unsinn. Machen wir selber. Das wird kein 1er Auto. Ist wahrscheinlich gar nicht mehr möglich, das daraus zu machen, ohne alles neu zu machen. Und das ist ja das, was wir auf keinen Fall machen wollen. Hier steht die Tür. Das ist eine Bahndor-Tür. Die hat wahrscheinlich mal irgendwann irgendjemand rausgerissen aus dem unteren Scharnier. Der obere Scharnier ist drin. Also das ist nicht die von dem Auto. Die von dem Auto steht drin. Aber davon ist nur noch das teilweise vorhanden. So, hier sieht man, rausgerissen. Das ist die Innenverstärkung der Tür. Vielen Dank an Heiko von Heckkraft Motors für das Blech. Das werde ich dann hier einbauen. Da die Tür hier unten auch durch ist, das ist ja hier auch mit dran. Und dann haben wir hier drinnen den neuen Türscharnier. Kommt dann hier dran, da werden Löcher reingebohrt. Das Teil hat dann hier innen auch noch ein Verstärkungsblech sitzen. Dann wird das hier angeschraubt mit seinen Kopfschrauben. Ja, und dann kann man die Tür schon mal anpassen. Gucken, wie die Maße alle stimmen und daraufhin weiter aufbauen. So viel dazu. Dann haben wir hier ganz, ganz große Teile stehen. Das hier zum Beispiel, das ist die Dachkante. Das ist das, was man jetzt hier sieht. Ja, das sieht man jetzt sehr gut. Die Innenkante ist das. In voller Länge. Werde ich wohl nicht in voller Länge, ja gut, in 2,40 Meter oder was ist sie. Ja, die kommt dann hier, also das ist hier aufgepunktet. Eine Punktschweißzange. Das kommt dann also komplett ab, komplett neu drauf, mit der Punktschweißzange verschweißt. Und dann ist das hier die Dachhaut selber. Die sitzt dann in der Rinne drinne. Ja. Dann ist das hier die hintere Ecke des Daches. Die sitzt dann so. Dann habe ich natürlich auch für die Ecken diese Bleche, wo es hinten rumgeht. Also das ist auch die Dachkante. Ja, das Dach selber, hier liegt das Dach da drauf. Die habe ich auch neu. Für hinten, für vorne und für hier seitlich natürlich auch, weil das geht ja nicht bis ganz vor. Gut, hier habe ich einen riesen Karton voll mit Teilen, Säulenabschnitte der Verstärkungssäulen, was man hier jetzt sieht, weil die ist ja hier noch nicht drinne. Das ist zum Beispiel das. Hinten. Also ich habe hier einen ganzen Karton voller Kleinteile.
die mir der Daniel Stoppe, der Meister, mir dazugegeben hat. Ja, 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 ja. Das zum Beispiel, genau. Das ist das Blech, was dann hier vorne sitzt, innen, wo das Dach dann drauf kommt. Da vielen Dank für den Tom, für den Wheeler-Dealer, für diese mega Bleche, die man da auch besorgt hat. Und ja, da kann es vorangehen. Unter anderem auch den, wie nennt man das, das Dachspriegel könnte man das nennen, glaube ich. Ja? Die sitzen innen drin. Wenn man hier reinguckt, ich hole mir gerade meine Lampe raus. Das geht sogar so. Der hier, der Spiegel ist jetzt nicht komplett schlecht, aber hier an der Seite sieht man, da fehlt er komplett. Das gibt es nicht als einzelnes kleines Stück. Ich habe jetzt die kompletten bestellt, kostet nicht so viel. Ja. Dann haben wir vom Heiko von Heckkraft Motors auch noch den kompletten Boden bekommen, der vorne im Führerhaus sitzt. Das ist nicht wie beim neueren T1 in einem Teil. Das ist wie ein Puzzle. Ich muss wahrscheinlich selber aufs Bild gucken. Ich kriege das so jetzt auch nicht mehr. Du hast jetzt wieder alles durcheinander gebracht hier. Ich? Ja. Weil die Lagen so wie die zusammengehören. So kriegt man es gedankt. So kriegt man es gedankt. Ja, so. So gehört das dann. So ergibt das den Boden des Busses. Obwohl, das hat ja noch lange Zeit, bis das soweit ist, dass das reinkommt. Dann kann man ja erkennen, die Ecke hier hinten, hier ist schon neues Blech dran, geht aber nicht weit genug hoch. Da hat sich der Meister Stoffer, gute Gedanken gemacht, der hat nämlich hier drüben das eingeschweißt in der Höhe bis dahin, wo es schlecht ist. Er hat den abgeschnittenen Streifen davon aufgehoben und den kann man dann hier nochmal verwenden. Dann ist schon mal eine ganze Ecke mehr abgedeckt. Weil der hat die Form und so weiter. Oh. Wie gesagt, kein 1er Auto. Kein Schlüsselmann Auto. Dann haben wir hier das Kniestück für die linke Seite liegen. Das wird dann auch eingepasst. Also wie gesagt, als allererstes wird jetzt erstmal die Tür repariert und die Tür reingemacht, dass man die schließen, öffnen kann und gucken, wie alles passt. Und hier ist dann noch das Teil. Das ist vom neueren T1. Kann man aber umbauen, so dass es beim älteren auch passt. Hier ist beim neueren T1 ist die Befestigung der Pedale. Hier drüber. Wir werden uns dann was anfertigen, dass auch die Bahnrohrpedale hier dran passen. Weil das Blech als Bahnrohrblech gibt es bestimmt. Wer weiß wo, wer weiß wie viel es kostet. Ich arbeite das um, so dass es passt. Weil wie gesagt, das Auto muss nicht 100% originalgetreu werden. Und jetzt kann man mal hier reingucken und sieht, dass der Rahmen an sich schon neu drin ist. Seht ihr? Bei dem Meister Stopper hat er schon Rennen gemacht, alles professionell. Slam Aircool Division. Instagram, unbedingt mal reingucken. Mega Mann, mega Autos, mega Projekte. Die Trennwand, das obere Stück davon, fehlt. Gibt es aber als bahnhofspezifisches Teil auch zu kaufen. Bei Typ 29 LTD, bei Mark Spicer in England, der vertreibt das. Auch viele andere Bleche auf Anfrage kann man da kriegen. Und da werde ich dann auch noch mal eine große Bestellung aufgeben. Hier drin, hier ist ja eigentlich ein Fach. Das ist das Blech dafür, für das Fach, weil da hat das Wasser drin gestanden, ist komplett durch. Das kommt da rein. Hier nochmal vielen herzlichen Dank an Siggi für die 3 Zoll Achse. Die kommt dann auch da rein. Das wird zum Beispiel, wenn die Türen beide drin sind und vernünftig schließen, dann,
wenn ich die Achse einbaue vorne und auch hinten das Getriebe, es auf die Räder stellen und alles vermessen, wie die Maße der Karosse aussehen. Und danach dann alles aufbauen. Deswegen, die Achse ist jetzt schon fertig. Dann haben wir eine geile Achse braucht, wie gesagt, da zu kriegen. Der Kinky Carman. Das wird der Name dafür, der Kinky Carman. Als Erinnerung an Mick Tattersall, der mir das Ding in 2019 und der Steve Gilbert in 2019 die Novo verkauft haben. Deswegen ist das schon, jetzt viele haben es schon so gesagt, der Kinky Carman. Ja, so muss er auch auf jeden Fall genannt werden. In Gedenken an Mick Tattersall. So, und jetzt schieben wir rüber und dann zeigen wir euch drüben die Seile nochmal. Oder meinst du, man schafft es, den anzuheben mit der Hand? Gut, rum. Jetzt schnell gehen. Ja, rum. Nehme ich ja nur nicht auf, dass es runterkippt, weil der Dreh ist nicht mehr gerade stabil. So, ihr lieben Leute, Seite rechts, Dach wurde hier repariert. Vor allem das ganze Auto, das ganze Dach lag alles komplett drinnen. Die Säule verlief, eigentlich läuft ja so, ich weiß gar nicht, die war komplett nach innen gedrückt. Also das hat der Meister, hat das wirklich top wieder gerichtet. Und das ist alles altes Blech, hier ist nichts neu. Und das wird auch im größten Teil so bleiben. Wie hier, da kommt nichts Neues drin, ich werde mich hüten. Die Tür, gut, das werde ich aber hier, Junge, ja, die Ecke. Hier ist das Kniestück schon drin. Und Patina-Meister ist er auch noch, man sieht es ja. Die Tür ist auch eine andere schon, also nicht die, die zu dem Bus dazu gehört hat. Hier sieht man, da es ein 52er ist, Piano-Hang, Klappband hier. Ja, und die Front ist halt auch schon eine komplett neue. Passend für das Baujahr, also für ein 52er. Ist halt überall noch Arbeit dran. Das ist natürlich jetzt nicht alles schon fertig, aber das, was gemacht ist, ist gemacht. Ja. Hier sieht man es, dass das Kniestück schon neu ist. Hier auf der Seite ist es noch im Original in dem Schwarz, wie es ab Werk ist. Und hier sieht man diesen Piano-Verschlussmechanismus, den ich ja für drüben die Seite auch habe. Und auch das hier ist auch anders wie beim neueren T1. Der Innengriff auch anders. Die Türverkleidung noch original Bahnrohr. Hier unten sieht man, die Träger sind dran. Die sind schon neu drin. Die Teile, also die Radkästen selber, werde ich von Trailer Queen Restorations bestellen. Auch sehr zu empfehlen, die Firma macht wirklich eine Top-Arbeit. Also in meinem anderen T1 und meinem T2 habe ich die auch da bestellt. Passend, ideal, super Qualität. Und die hier sind halt, ja gut, der rechte geht einigermaßen. Aber der linke ist Schrott. Und was heißt Schrott? Bahn, da wird ja alles wieder aufgebaut. Die werden natürlich nicht rausschneiden, wegschmeißen. Aber hier kommen auf jeden Fall Tabs rein. Von Trailer Queen Restorations. So. So, jetzt gucken wir mal hier rein. Der Türmechanismus. Das ist alles original, wie der 30 Jahre im Wald rumgelegen hat. Glaube ich. Meister muss mich verbessern, weil es ist ja besser als ich. Und hier sieht man, der Rahmen ist auch schon wieder drin. Der Außenschweller auf der Seite auch. Ja. Hier sieht man aber das, was ich vorhin gesagt habe, mit der Trennwand. Die Trennwand ist wirklich, das ist die erste Trennwand von dem Auto. Das Auto hat mehr draußen gelegen als drinnen gestanden. Die Trennwand ist wesentlich älter als wir.
Hier ist gerade mal hier unten das Stück, was kaputt ist. Das sind 15 cm. Und hier sieht man auch das Endteil von dem, was ich dann auch schon neu habe, was hier drin ist. Was dann auch erneuert wird. Und dann hier hinten. Radkastenmäßig, sag ich mal. Ist das, was man so jetzt hier sieht, was hier ist, echt gut. Die werde ich nicht erneuern. Die hinteren Stücke davon, die werde ich erneuern. Aber was hier im Innenraum zu sehen ist, warum soll ich das erneuern? Da ist hier nichts mit. Und es soll halt so viel wie möglich Originalblech erhalten bleiben. Scheinwerfer, Winker, Rückleuchten, Stoßstange vorne, Instrumente und so weiter. Ist alles da, Tank. Also ich habe eigentlich alles für das Auto mit dazu gekriegt. Und ja. So. Hier sieht man es. Die Radkästen hier, das sieht hier auch nicht schlecht aus. Die hintere Ecke, die repariere ich. Hier ist es ein bisschen mehr, ja. Aber was soll das komplett? Ich muss ja nicht alles neu machen. Soll ja kein neues Auto werden. Der Abschlussblech ist schon neues drin. Auch Bahner spezifisch. Passt zu dem Baujahr. Da unten sieht man jetzt die Befestigung des Getriebes. Dieses Loch mit den zwei Schrauben. Die Vorderbefestigung. Das Teil kostet, das gibt's, 650 Euro. Ein anderer Getriebe. Getriebehals ist das. Wenn da vielleicht einer noch was rumliegen hat, was ein bisschen günstiger ist, weil 650 für ein Deckelchen ist stolzer Preis und ist momentan leider nicht lieferbar. Ja, jetzt geht's dann erstmal ans Machen. Da der Kamerad jetzt fast fertig ist, bis auf ein paar Clips und die Arbeit vom Zuberle, geht's jetzt hier dran. Mit ganz großen Schritten. So, wenn euch das Video gefallen hat, auf jeden Fall Like da lassen, Kanal abonnieren und auf viele Bandor-spezifische weitere abenteuerliche Sachen freuen. Auf Wiedersehen.